Willst entspannen, du im Nu? Geh auf YouTube, hör mal zu. Gute Unterhaltung. Sommer 1978, ein Münchner Vorort. Wer soll ich endlich in Ruhe lassen? Das wäre ja noch schöner. Was will er von dir? Ich weiß es nicht. Manchmal denke ich, du verschweigst mir was. Was soll ich dir denn verschweigen? Na, komm mit. Komm. Bring dich zum Wagen. Hast du Angst? Wenn ich erst einmal geschieden bin, dann höchste Zeit. Ich muss los. Es ist einige Jahre her, dass die wohlhabende junge Frau einen windigen Burschen geheiratet hat. Nun ist sie auf dem Weg zu ihrem Anwalt, um die Scheidung vorzubereiten. Sie fährt gerade ins Parkhaus als... München Perlach. In einem typischen Waschsalon der 70er Jahre. Es würde mich interessieren, was sich die Leute denken, wenn sie uns hier so sitzen sehen. Was sollen sie denken? Die waschen Wäsche, denken sie. Was sollen sie denken? Aber ich habe dir gesagt, du sollst deine bunte Wäsche nicht da reintun. Wenn deine bunte Wäsche abfärbt, dann musst du mir eine Menge weiße Hemden kaufen. Die färbt nicht ab. Die ist doch in der... Mit ihnen würde ich gern zusammen wohnen. Mit mir? Ich nicht. Dann in Gottes Namen lieber mit der... Oh, nicht hinkommen. Wieso? Kollege Brenner betritt den Waschsalon. Wir haben heute frei. Nicht mehr. Wir sind die Einzigen, die noch da sind. Die anderen sind alle im Einsatz. Also, was ist passiert? In einer Garage, in einer Parkgarage am Färbegraben, sind ein Mann und eine Frau erschossen worden. Hört denn das nie auf, Mensch? Nein, es wird nie aufhören. Tatort Tiefgaragenparkhaus. Doktor. Es kann sein, dass der Mann noch ein paar Momente gelebt hat. Die Frau da drüben in keinem Fall, sie war gleich tot. Der Wagen hier, an dem der Tote liegt, ist als gestohlen gemeldet. Danke. Ja, du bist so kribbelig. Ja, da wird ein Mann erschossen, der hat keine Brieftasche dabei, kein Portemonnaie, keinen Ausweis, nichts. Nur diese Waffe hier. Und überall sind die Etiketten raus. Hier aus dem Hemd, aus der Jacke, aus den Schuhen, aus dem Hut, überall. Wir lassen ein gutes Foto machen und du sagst doch wieder, dass sie in die Zeitung kommen. Vielleicht meldet sich jemand, der ihn erkennt. Mehr ist nicht drin im Moment. Wir brauchen ein Foto, bitte. So, jetzt holst du mal den da. Wie heißt der? Wiegand, Peter Wiegand. Ja, den. Soviel ich weiß, ist Rauchen im Parkhaus verboten. Der Herr Köster möchte Sie mal sprechen. Kann die Tote jetzt weg? Nein, Martin, erst wenn ich sage. Geh doch mal mit den Herren darüber, ja? Da ein bisschen. Darf ich die Herren bitten, einen Moment mitzukommen? Wiegand. Tschüss, Herr Köster. Wiegand. Köster, kommen Sie, wir gehen mal darüber. Ist das so üblich? Was ist so üblich? Das mit dem Fotografieren. Naja, das ist bei uns so üblich. Ich möchte von Ihnen einiges über den Mann wissen, der da liegt. Was hat das mit meiner Frau zu tun? Ja, das möchte ich auch gern wissen. Kennen Sie den? Nein, ich habe den Mann vorher noch nie gesehen. Warum haben Sie ihn erschossen? Das habe ich bereits gesagt. Das möchte ich nochmal hören. Weil er meine Frau erschossen hat. Was haben Sie für einen Beruf? Ich übe keinen Beruf aus. Ich habe Volkswirtschaft studiert und Jura. Ich habe auch promoviert, aber das können Sie alles weglassen. Ich bin finanziell unabhängig. Ich übe keinen Beruf aus. Ich wollte Sie töten, deswegen hatte ich die Waffe dabei. Es war das erste Mal, dass ich Sie dabei hatte. Auf einmal war dieser Mann da und dann war das wie ein Reflex. Auf einmal wollte ich Sie schützen. Nein, Sie wollten nicht, dass Sie einen anderen tötet. Sie selber wollten Sie töten. So war das, nicht? Vielleicht auch so. Nur weil sie verlassen hat? Weil sie mit jedem geschlafen hat, der nur wollte.
Deswegen tötet man, müsste man ja dauernd welche umbringen. Ich wollte sie töten. Und dann kam der andere und hat sie erschossen. Das ist der Weingärtner, der Vater der Erschossenen. Du Schwein! Du hast meine Tochter erschossen! Nein! Nein, Herr Wiegand hat Ihre Tochter nicht erschossen. Das war ein anderer. Was machen Sie jetzt mit mir? Wollen Sie mich verhaften oder vorläufig festnehmen oder was? Nein, ich bringe Sie ins Präsidium und da warten Sie wieder auf mich, Gerd. Ja. Kommen Sie, Herr Weingärtner. Ich muss Ihnen den Mann zeigen, der Ihre Tochter erschossen hat. Kennen Sie den? Nein. Polizeistation 7, München Mitte, das Büro von Köster. Ja, ist schrecklich. Frau Wiegand hat einen Parkplatz in der 5. Etage, nicht wahr? Ja, sie war sehr froh drüber. Ist gar nicht so einfach, hier seinen Wagen abzustellen. Und auch nicht billig. Gehörte der Parkplatz zu Ihnen, ich meine, zu Ihrer Praxis? Nein, den hat Ihr Mann wohl gemietet damals, als er Sie kennenlernte und Sie öfters abgeholt hat. Später haben Sie ihn dann einfach behalten. Ein halbes Jahr vor Ihrer Heirat hat sie hier aufgehört. Es gab eigentlich kaum einen, der sie nicht mochte. Darum haben wir sie auch nach der Trennung von ihrem Mann gern wieder bei uns aufgenommen. Ich kann ja nur das beste Zeugnis ausstellen. Davon hat sie jetzt leider nichts mehr. Aschenbrödel. Bitte? Was haben Sie gesagt? Aschenbrödel. Meine Frau hat das damals eine Aschenbrödel-Geschichte genannt. Ganz groß aufgezogen in der Presse. Der reiche Prinz, das Mädchen aus dem Volke und die große Liebe. Ja, bitte. Frau Beil, ich lasse Sie jetzt mit Herrn Köster allein. Sie werden schon erfahren haben, was passiert ist. Herr Köster, entschuldigen Sie. Selbstverständlich, Herr Doktor. Frau Beil, Herr Doktor hat mir erzählt, Sie waren sowas wie eine mütterliche Freundin von Frau Wiegand. Ja, vielleicht, weil sie ohne Mutter aufgewachsen ist. Nur mit ihrem Vater. Sicher hat sie Ihnen doch dann manches anvertraut. Helfen Sie mir, Frau Beil. Ich muss einen Mord aufklären. Sie lebte von ihrem Mann getrennt. Hatte sie einen Freund oder gab es da mehrere Männer? Nur einen. Garden. Manfred Garden. Garden? Ist er das? Bitte erschrecken Sie nicht. Der Mann ist tot. Erschossen. Nein. Ich habe ihn zwar nur einmal gesehen, aber nein. Das ist er nicht. Die Sache fing an, als mit ihrem Mann alles schief lief. Ich meine, was einmal Liebe war, war gar keine. War bloß Unterjochung, Sadismus, Gewalt. Sie sagten Garden mit D. Ja. Manfred Garten. Er war der beste Freund Ihres Mannes. Wiegand ist wirklich reich. In der Firma hat er nichts zu sagen. Das hat sein Vater per Testament verhindert. Seitdem ihn seine Frau verlassen hat, lebt er allein in der Villa. Hast du irgendwelche Zeugen auftreiben können? Nein, aber alles spricht dafür, dass es sich wirklich so abgespielt hat, wie Wiegand ausgesagt hat. Also sie ist mit der Waffe des Fremden erschossen worden, mit der Luger. Und der Fremde ist mit der Waffe von Peter Wiegand erschossen worden, mit dem Revolver. Vielleicht ist der Fremde einer Ihrer Liebhaber. Wahr. Ja, das wäre schön. So einfach möchte ich es mal haben in unserem Beruf. Also gut, letztes Angebot. Unser Mann war mal angeklagt wegen versuchten Totschlags. Wer unser Mann? Ach, Peter Wiegand. Jetzt hast du gedacht, du machst mir eine Freude. Aber im Moment verunsichert mich das bloß. Es hilft aber nichts. Er war angeklagt wegen versuchten Totschlags an einem Mann, der ihn sexuell missbraucht hat, als er 16 war. 10 Jahre später hat er dann versucht, diesen Mann umzubringen, aber aus dem Prozess wurde nichts. Die Zeugen fielen alle um und das Opfer auch. Damals lebte wie ganz Vater noch. Was soll man anfangen mit einem toten Mörder, von dem man überhaupt nichts weiß und mit einer Frau? Wenn ich den Wiegand laufen lasse, möchte ich, dass er observiert wird, rund um die Uhr, von den besten Leuten, die wir haben. Ja, wie immer. Wie immer, ja. Und dann möchte ich viel wissen von einem Manfred Garden hier, ich habe ihn dir aufgeschrieben, ja. Das ist angeblich der letzte Liebhaber
von der Frau Wiegand und der beste Freund von Herrn Wiegand. Moment. Wir sind gerade aus dem Labor gekommen. Diese Sichtung veranlasst den Alten zu handeln. Sie haben mich übrigens belogen. Ihre Frau hat nicht mit jedem geschlafen. Sie hatte was mit ihrem Freund, mit Herrn Garden. Ich möchte nicht darüber sprechen. Ich nehme an, dass Sie inzwischen sicher sind, dass ich meine Frau nicht getötet habe. Ja, ja. Ich habe den Mann getötet, der meine Frau erschossen hat. Ja, ja. Das ist Ihnen zuvorgekommen, nicht wahr? Es wird vor Gericht nicht mal für eine Anklage auf Totschlag reichen. Wollen Sie einen Anwalt anrufen? Wozu? Wie oft sind Sie Ihrer Frau morgens nachgefahren? Herr Köster, Sie haben den Mord an meiner Frau aufzuklären. Wie oft sind Sie Ihrer Frau morgens nachgefahren? 8 Mal, wenn Sie es genau wissen wollen. Erzählen Sie mal was über Ihren Freund, über Herrn Garden. Es gibt nichts zu erzählen. Wann haben Sie Ihre Frau kennengelernt? Herr Köster. Ja? Ich hab's gewusst, dass da was ist. Hier. Manfred Garden, Werbefachmann mit eigenem Grafikbetrieb, ist seit gestern als vermisst gemeldet. Sie haben mich gar nicht gefragt, ob ich einen Waffenschein habe. Ja, ich weiß, Sie haben einen Waffenschein. Aber Sie haben für den Mann, den Sie erschossen haben, nicht einen Augenblick des Bedauerns gezeigt. Warum sollte ich? Er hat meine Frau erschossen. Nachdem Köster gegangen ist, wählt er die Nummer einer Privatdetektei und trifft sich am Nachmittag mit dem Detektiv. Ich will wissen, wer der Mörder meiner Frau ist. Und ich möchte Sie bitten, das herauszufinden. Sind Sie mit 10.000 einverstanden? Werden Sie die Polizei informieren über das, was ich weiß? Das kann ich nicht sagen. 20.000 als Vorschuss. Gut. Ich glaube, ich werde nichts sagen. Im alten Mercedes fiebt das Funktelefon. Herr Köster. Ich weiß nicht, ob das interessant ist für Sie. Am Stauwerk, oben, ist eine männliche Leiche angetrieben worden. Etwa 40 Jahre alt. Ja, wenn es interessant wird, dann melde ich mal bei mir. Was heißt denn das, wenn ich bitten darf? Ja, ich meine, könnte ja sein, dass es der Manfred Garden ist zum Beispiel, nicht? Aha. Danke, Ende. Guten Abend. Na. Darf ich Sie fragen, was Sie hier machen? Darf ich fragen, warum Sie mich das fragen? Das ist eine Polizeimarke. Mein Name ist Köster. Ich weiß, dass das eine Polizeimarke ist. Darf ich meine Frage wiederholen? Ich bin Detektiv. Ich habe den Auftrag, die Identität des toten Unbekannten herauszufinden. Was haben Sie? Von wem? Von Peter Wiegand. Mein Name ist Georg Berton. Ich wohne in der Pension Waldbronn. Das müssen Sie eigentlich wissen. Woher soll ich das wissen? Weil Ihre Leute an Wiegand dranhängen, als er bei mir aufkreuzt. Ich habe noch keinen Zwischenbericht bekommen. Ich beschäftige mich sonst mit Industriespionage. Sie haben hier aber keine Chance. Sagen Sie lieber, ich habe keine Kompetenz. Würden Sie mich vielleicht doch den Wagen des Toten ansehen lassen? Nein, das würde ich nicht. Das kann ich auch gar nicht, selbst wenn ich das wollte. Das geht gar nicht, der Wagen ist gar nicht mehr da, das ist im Präsidium. Ja, Köster? Na, endlich! Herr Köster, er ist es. Der Tote heißt Manfred Garden. Ist der Freund von Peter Wiegand. Das habe ich mir doch gedacht. Treibt den Wiegand auf, er soll da hinkommen, ja? Ja, mache ich, gut. Danke, Ende. Sind Sie irgendwo registriert? Im Fachverband Frankfurt, ja. Wie wird man eigentlich Detektiv? Waren Sie mal bei der Polizei? Nein, ich bin in Frankfurt geboren, habe dort Abitur gemacht. Dann habe ich meinem Vater 10.000 Mark geklaut und bin abgehauen, das Abenteuer suchen. Das Große. Danach habe ich mich nicht mehr nach Hause getraut. Bin zur französischen Fremdenlegion. Inzwischen französischer Staatsbürger und als Offizier in Ehren entlassen. Du
Wie lange, glauben Sie, lag der Tod im Wasser? Das kann ich Ihnen so auch nicht genau sagen. Vielleicht, dass er jetzt 24 Stunden drin lag. 24 Stunden? Ungefähr. Müssen Sie schon bis morgen gedulden. Herr Garden, es tut mir furchtbar leid, aber wir müssen Ihren Sohn in die Gerichtsmedizin bringen. Wer ist denn da mit Ihnen mitgekommen? Das erzähle ich dir gleich. Ja. Also, Peter Wiegand ist vom Büro nach Hause gefahren. Unterwegs hat er vom Autohaus telefoniert und dann hat er einen Abstecher gemacht in eine Pension Waldberg. Brunn. Bitte? Waldbrunn. Was ist denn das schon wieder? Naja, in der Pension Waldbrunn, da hat er nach einem Herrn Berton gefragt und der steht da oben. Aha. Das ist ein Privatdetektiv. Er hat von Herrn Wiegand den Auftrag, die Identität des toten Mörders von heute Vormittag zu klären. Jetzt weiß es. Mhm. Was gibt's denn sonst? Erkennungsdienstlich ist unser toter Mörder unbekannt. Und zwar bundesweit. Dann schalten wir Interpol ein. Haben wir schon. Gut. Herr Köster. Das ist der Vater von Garden. Es gibt zwar keinen Abschiedsbrief oder sowas, aber der Vater meint, es war Selbstmord. Garden war ein großer Spieler. Er glaubt, dass sein Sohn etwa 2 Millionen Schulden hatte. Herr Garden, es tut mir leid. Ich habe es mir immer vorgestellt. Sein Ende. Er hätte ihn doch retten können. Er war doch sein Freund. Er hätte ihn doch retten können. Der war nicht mehr sein Freund. Sagen Sie, wie ist der Wiegand? Er ist ein Mann, der töten kann. Köster fährt zu Wiegand, um ihn an den Tatort zu holen und seine Reaktionen zu beobachten. Warum sollte ich dem Liebhaber meiner Frau 2 Millionen schenken? Können Sie mir das sagen? Sie haben meinem Detektiv 20.000 Mark gegeben. Ich will den Mord an meiner Frau aufgeklärt haben. Wie sind Sie eigentlich auf Herrn Berton gekommen? Ich werde kein Wort dazu sagen. Sprechen Sie mit ihm. Nein, das möchte ich von Ihnen hören. Können Sie mich zwingen, auszusagen? Nee, das kann ich nicht. Sie haben ihm alles erzählt. Das müssen Sie schon mir überlassen. Haben Sie ihm gesagt, was ich Ihnen erzählt habe? Nein. Nichts. Sie kommen morgen um 9.30 Uhr mit einem kleinen Koffer in die Pension. In dem Koffer sind 1 Million Mark in gebrauchten Scheinen. Ich werde zur Polizei gehen und Sie anzeigen. Sie brauchen sich nur zu bedienen. Es sind alle da. Ist was? Nein, nichts. Ich möchte jetzt nach Hause. Ich habe Sie was gefragt, kann ich jetzt gehen? Na ja, Sie können nach Hause gehen. Ich komme morgen früh um 9 Uhr zu Ihnen. Seien Sie bitte da. Ich werde nicht da sein. Ich bitte Sie, da zu sein. Was ist bei meinem Pass denn so interessant? Ja, wissen Sie, ich habe so selten einen französischen Pass in der Hand, nicht? Gerichtsmedizin, Leopoldstraße. Na, Herr Doktor, ja. Was ist? Die Spuren oberhalb der Oberlippe und unterhalb der Koteletten seitlich zeigen Reste von Klebemittel. Was für Klebemittel? Wissen Sie, Klebemittel, wie man sie im Theater verwendet, um Bärte anzukleben. Morgen. Hat nichts gefärbt. Du musst sofort zur Einsatzzentrale. Wir brauchen die besten Leute. Vergleich, bitte sofort. Der kennt den. Was? Wer kennt wen? Der Wiegand kennt den Mörder seiner Frau. Der Berton, der Detektiv, der ist ihm draufgekommen und der hat ihn in der Hand. Das ist fast perfekt. Stell dir vor, jemand engagiert einen Killer, um seine Frau zu töten und im selben Moment, wo der die Frau erschießt, da legt er den Killer um. Das ist eine perfekte Sache. Und der Berton, der kennt den Zusammenhang, der weiß mehr. Ja, Heimann? Ja? Ist er sicher? Danke. Er ist nicht registriert. Ein Detektiv Berton ist nicht registriert. Wiegand hat das Haus verlassen. Er ist zu seiner Bank gefahren. Er hat einen Koffer bei sich. Der fährt jetzt in Richtung Pension Waldbrunn. Los, los, Kinder, los, los, komm. Die Bullen observieren mich. Die sind mir gefolgt. Machen Sie den Koffer auf. Ganz langsame Bewegung. Warum glauben Sie, dass Sie mich erpressen können? Warum? Weil Sie meinen Bruder getötet haben. Das war der erste Auftrag für meinen Bruder. Und ich habe ihn begleitet. So wie man einen kleinen Bruder bei der Hand nimmt. Sie werden hier nie rauskommen. Es wird
wird schon nicht so schlimm sein. Ich bin ein Profi. Plötzlich und unerwartet wird der Zugriff eingeleitet. So, danke schön. Ja. In unsere Dienststelle, ja? Herr Köster. Danke. Herr Köster, dieser Tote ist ein gewisser Berton. Über ihn selbst ist nichts bekannt. Gesucht wird sein Bruder. Killer vom Beruf. Soweit ich das mit meinem Französisch entziffern konnte. Und dann dröselt sich für unseren Alten das Ganze auf wie ein gordischer Knoten. Du hast noch nicht genug vom Kopfkino? Bingo, dann gibt Hör mal zu dir jetzt einen Bonus. Natürlich werbefrei. Dafür ein Däumchen? Dankeschön. Wo ist dein Ernst? Tanzt er drüben? Oder ist er vielleicht auf den Geschmack gekommen? Tanzen tut er bestimmt nicht. Ich hätte ihn sonst gesehen. Ja, wo ist er denn? Wen suchst du denn? Natürlich ist nicht da. Der wird noch gar nicht gemerkt haben, dass wir schon anlegen. Danke. Nichts. Ich kann ihn nirgends finden. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Ja, mein Kompagnon, Herr Kettwig, ist nicht da. Nicht da? Einfach nicht aufzufinden. Vielleicht hat er das Schiff schon verlassen. Hier steht seine Frau. Er geht doch nicht ohne seine Frau vom Bord. Dann noch an Deck vielleicht. Also am Oberdeck ist nichts. Vielleicht am Hauptdeck. Schauen Sie mal schnell nach. Jawohl. Verstehst du das? War er betrunken? Er hat etwas getrunken, aber nicht betrunken. Übrigens habe ich ihn nie betrunken gesehen. Warum fragst du das? Weil ihm vielleicht schlecht geworden ist. Dann hätten wir ihn ja gefunden. Vielleicht hat er an der Reling gestanden. Was willst du sagen? Vielleicht ist er ins Wasser gefallen. Du bist ja verrückt. Ich überlege ihn. Wie kann man bei diesem Schiff über Bord fallen? Es hat doch ein Geländer und wir haben spiegelglattes Wasser. Nein. Vielleicht ist ihm wirklich schlecht geworden. Und er liegt irgendwo. Hat man die Toiletten abgesucht? Ja, hat man. Hier an Bord ist niemand mehr außer uns. Er muss an Land sein. Hat er die Wagenschlüssel? Ja, er hat den. Wir können doch nicht so nie hinwegfahren. Ja, ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig, als die Polizei zu verständigen. Die Polizei? Na ja, wo ist er denn? Ob er vielleicht mit jemandem mitgefahren ist? Warum sollte er? Ja, was weiß ich, um uns eins auszuwischen, um uns in Angst zu versetzen. Jedenfalls die einzige Möglichkeit, dass er mit irgendjemandem mitgefahren ist und morgen früh kommt er ganz seelenvergnügt hier an? Oder glaubst du nicht? Nein. Also dann habe ich keine Erklärung. Hetty, soll einer von uns hier bleiben? Ängstigst du dich? Ich werde bei ihr bleiben. Ja, das ist gut. Vielleicht telefoniert heute Nacht die Polizei oder er selbst ruft an. Und Hetty, bitte nimm nicht gleich das Schlimmste an. Ist noch gar kein Grund. Vielleicht findet sich eine ganz einfache Erklärung. Ich hoffe. Fahren wir nach Hause. Obwohl, an Schlafen ist ja wohl nicht zu denken. Wenn es was Neues gibt, rufe ich euch an. Du lachst? Warum lachst du? Ich einiges hier sehr komisch finde. Was findest du komisch? Ach komm, lass uns nach Hause fahren. Was soll das heißen? Das ist schon gut. Ja, nun sag schon, was du meinst. Muss ich das? Ich denke schon. Irgendwas Neues? Nichts. Wie geht's Hetty? In welcher Verfassung ist sie? Kannst du dir ja denken. Ein Mensch kann doch nicht spurlos verschwinden. Warum nicht? Ja, rechnest du denn damit? Er wird ins Wasser gefallen sein. Weißt du, wie tief der See ist? Es gibt Leute, die sind ertrunken und nie wieder aufgetaucht. Wieso soll er denn ertrunken sein? Ich sehe da keine andere Erklärung. Ja, bitte. Solms. Herrn Kettwig. Ja, ist alles erledigt. Das ist für die Polizei. Am Seeufer. Er ist tot. Getrunken? Nein, er hat einen Messerstich im Rücken. Hans Kettwig ist ermordet worden. Das ist Frau Kettwig. Guten Tag. Die Schwiegertochter, ja? Nein, seine Frau.
Darf ich Ihnen unser Beileid aussprechen, Frau Kettwig? Besten Dank. Und das ist mein Sohn. Guten Tag. Guten Tag. Sie haben also gestern mit Ihrem Betrieb, was ist das für ein Betrieb? Textilfabrik, Damenoberbekleidung. Sie haben einen Betriebsausflug gemacht? Ja, wir haben eine Dampferfahrt über den Starnberger See gemacht. Wann sind Sie losgefahren? Nachmittags so gegen 6 und dann haben wir kurz vor 11 wieder angelegt. Wie viele Personen waren dabei? An die 200. Gibt es eine Teilnehmerliste oder sowas? Nein. Es waren die Angestellten unseres Betriebes, aber die haben natürlich ihre Angehörigen mitgebracht. Bitte nehmen Sie auch Platz. Nein. Aber es wird doch sicher möglich sein, eine genaue Aufstellung zu bekommen. Glauben Sie denn... Ja, dass der Name des Mörders auf der Liste stehen wird. Mord. Mörder. Für uns ist das alles unfassbar. Es muss kurz vor Ende der Fahrt passiert sein. Vermutlich war die Anlegestelle schon in Sicht. Der Mörder hat Dr. Kettwig ein Messer in den Rücken gestoßen. Die Obduktion wird uns vielleicht sagen, welche Art von Messer. Herr Kettwig ist über Bord gefallen. Oder gestoßen worden. Er war nicht tot. Er ist mit seiner schweren Verletzung 200 Meter geschwommen, hat sich an Land gerettet, nicht mehr die Kraft gehabt, sich zu erheben, um Hilfe zu rufen. Er ist halb im Wasser liegend gestorben. Mein Gott, der arme Kerl. Ich frage mich bloß, wer ein Interesse daran haben kann, ihn umzubringen. Diesen Mann umzubringen. Eine Seele von einem Menschen. Ja, das ist die Frage. Niemand von Ihnen, der eine Ahnung oder einen Verdacht hat? Nein. Bitte denken Sie nach. Da brauche ich nicht nachzudenken. Du, Walter? Weiß nicht. Du weißt nicht? Der Mord ist eine Tatsache. Es wird schon ein Motiv geben. Ja, aber welches denn? Private Gründe, geschäftliche. Hat er Feinde? Gab es Leute, die ihn bedroht haben? Telefonisch, brieflich? Hat er über Belästigungen gesprochen? Über irgendeinen Ärger, den er mit irgendjemandem hatte? Nicht, dass ich wüsste. Du, Walter? Nein. Aber das will nichts heißen. Sie haben alle Feinde. Es gibt Leute, die wissen nicht einmal, dass sie bis aufs Blut gehasst werden. Na, für mich jedenfalls undenkbar. Können Sie mir etwas sagen, Frau Kettwig? Nein. Er hat nie etwas erzählt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Feinde gehabt hat. Ich sag ja, der Typ war er gar nicht. Sie fragen die Leute aus und stellen die Liste zusammen. Und was soll dabei rauskommen? Sie sind wir doch potenzielle Mörder. Was wir? Gerade wir. Wir stehen ganz oben auf der Liste. Das ist doch Unsinn. Das ist logisch. Sie werden die Beziehung untersuchen, die er gehabt hat. Zu mir gehabt hat. Zu dir. Die Nächsten, die Stärksten. Das Nächstliegende werden Sie zuerst rauskriegen. Sie werden uns auseinandernehmen, Vater. Total. Da sagt er sonst zu mir, kommen Sie mal, Frau Wagner, tanzen Sie mal mit dem Chef. Der arme Herr Kettwig hat das nicht gewollt. Man sah es ihm direkt an. Aber er ging mit auf die Tanzfläche. Das hat er wenigstens versucht. Glauben Sie, dass ihn jemand da draußen ermordet hat? Ist ihm jemand nachgegangen? Ich habe niemanden gesehen. Direkt nachgegangen ist ihm keiner. Frau Kettwig, die... Na, sie ist sehr jung, nicht? Ja. Seine zweite Frau? Ich glaube, ja. Wie lange sind Sie verheiratet? 3 bis 4 Jahre. Sie hat früher hier im Betrieb gearbeitet. Als Zuschneiderin. Frau Wagner, Sie müssen mir jetzt auf meine Frage nicht antworten. Aber war die Ehe in Ordnung? Also dazu möchte ich nichts sagen. Gab es Schwierigkeiten? Ach, das ist jetzt so viel gemunkelt. Ich möchte nichts weitergeben, was nicht stimmt. Ob stimmt oder nicht, das werden wir ja sehen. Das ist doch nichts Schlimmes. Das ist der Altersunterschied. Hat Frau Kettwig ihren Mann betrogen? Dazu möchte ich nichts sagen. Was reden die so lange mit Frau Wagner? Ich glaube, ich muss dir was sagen, Vater. Komm mal mit ins Büro. Was musst du mir sagen? Was ist los? Ich glaube, ich bin dran, Vater. Was heißt das? Dass sie mich festnehmen werden. Bist du verrückt? Weswegen denn? Hetty und ich. Hast du das nie bemerkt? Was heißt Hetty und du? Das heißt, dass wir ein Verhältnis miteinander haben. Was? Du bist wirklich der Einzige, der nichts gewusst hat. Ja, bist du denn verrückt geworden? Nein. Verzeih, Walter, Hetty ist eine reizende Frau, eine sehr schöne Frau. Du bist sogar selbst mal auf sie scharf gewesen. Wie kommst du denn darauf? Sie hat mir von deinen Versuchen erzählt. Du verstehst eine ganze Menge. Hübsche Tricks, richtig hinterhältig. Starr mich nicht so an.
Ich bin dran, Vater. Sie werden es nämlich rauskriegen. Das weiß doch der halbe Betrieb. Tja, ist das denn eine ernsthafte Geschichte? Es war noch nie so ernst. Du willst damit sagen, dass du damit ein Motiv, einen Grund gehabt hättest, ihn umzubringen? Die Polizei wird es so auslegen. Das ist doch Unsinn. Unsinn. Du darfst von dieser Beziehung nichts sagen. Nein, nein. Was nein? Das wäre falsch. Wenn ich davon kommen will, und das will ich. Darf ich hereinkommen? Bitte sehr. Danke. Kann ich mit Ihrem Sohn allein sprechen? Wenn Sie es wünschen. Sprechen wir mal von Ihrer Beziehung zu Frau Kettwig. Na also. Was heißt na also? Ich meinte nur, jetzt geht es los. Sie haben doch eine besondere Beziehung zu ihr. Ja, und deswegen sagte ich na also. Intensive Beziehung. Ja? Ist sie Ihre Geliebte? Ja. Um Missverständnisse auszuräumen, mich interessiert nur der Mord an Dr. Kettwig. Ich bin kein Sittenrichter. Sehen Sie, ich frage Sie nur, um auf ein Motiv zu kommen. Ja, und deswegen frage ich Sie, wie ernsthaft ist Ihre Beziehung zu Frau Kettwig? Sehr ernsthaft? Ja. Hat Ihr Mann davon gewusst? Ja, seit einer Woche. Haben Sie mit ihm darüber gesprochen? Ja. Ich erzähle Ihnen das alles, weil Sie es sowieso herausbekommen hatten. Da sollen Sie es lieber von mir hören. Ist das ein Motiv für Sie, um einem Mann ein Messer in den Rücken zu stechen? Ja, das könnte eins sein. Das passt ins Bild, meinen Sie? Passt, ja. Passt genau ins Bild. Warum sagen Sie das? Sie wollen doch, dass ich sage, dass ich Ihre leidenschaftliche Beziehung zu Frau Kettwig registriere. Kettwig hat also eine Scheidung abgelehnt und hat sie rausgeworfen, nehme ich an. Ja, das hat er. Ja, warum sollten Sie da nicht auf den Gedanken gekommen sein, Kettwig umzubringen? Sie sehen Kettwig hinausgehen an Deck. Sie haben ihn doch hinausgehen sehen. Ja. Ja, draußen wird's dunkel. Es war ja kaum ein Mensch an Deck. Drinnen wurde getanzt. Sagen Sie, gab's zu essen? Kaltes Buffet oder sowas? Ja, das gab es. Nehmen Sie an, kein Pfadfinder, der ein Klappmesser in der Tasche herumträgt. Nein, das Einzige, was ich mit mir herumtrage, ist mein Feuerzeug. Vielleicht geschah alles ohne Vorsatz. Die Idee kam ganz plötzlich. Es lagen ja genügend Messer da. Sie nahmen eins, sie gingen hinaus. Kettwig, der ging an Deck spazieren. Vielleicht stand er sogar an der Reling. Die Gelegenheit war absolut günstig. Wollen Sie ein Geständnis ablegen? Nein. Warum erzählen Sie mir das Ganze dann? Haben Sie Kettwig umgebracht? Haben Sie mein Messer in den Rücken gestoßen, um seine Frau heiraten zu können? Nein, ich schwöre Ihnen, nein. Die Geschichte zwischen der Kettwig und dem jungen Solms kennt fast jeder. Die beiden haben aus ihrer Beziehung kein Geheimnis gemacht. Was für einen Ruf hat der Junge? Ja, recht gut. Er ist in der Personalabteilung. Aber es gibt keinen, der sich über ihn beklagt. Scheint überhaupt kein Kind von Traurigkeit zu sein. Er lässt keine aus. So eine Art Sunnyboy des Betriebs. Er macht da Tanzabende in der Firma. Nach dem Motto, wir sind eine große, glückliche Familie. Sorgt für gutes Betriebsklima. Ja. Das ist übrigens die Liste der Leute, die auf dem Dampfer waren. 212. Und der meiste Mörder ist dabei? Ja. Muss ich alle vorladen? Ja. 212. Fang an mit der näheren Umgebung von Kettwig und Solms. Ja, und du? Ich werde mal Frau Kettwig einen Besuch machen. Es ist schon eine. Warum haben Sie nicht mit Ihrem Mann gesprochen? Walter sagte, lass mich das machen. Hätten Sie es auch getan? Warum nicht? Es war also auch Ihnen ernst mit der Trennung von Ihrem Mann? Ja. Haben Sie sich den Tod Ihres Mannes nicht manchmal gewünscht? Es hätte doch gepasst. Zwischen Denken und Tun besteht ein Unterschied. Ja, der ist geringer, als man denkt. Ich habe ihn nicht umgebracht. Noch irgendeine Frage? Nein. So, danke, das wär's. Bei Sekretärin aus dem Betrieb, der Steiner wartet drin im Büro. Sagen Sie was Neues? Ja, über das Verhältnis der beiden Kompagnons zueinander. Ist da was nicht in Ordnung? Ja, so gut verstehen die sich nicht, haben ziemlich oft Streit. Offenbar war Solms der aktivere Teil und mit manchen Entscheidungen war Kettwig nicht einverstanden. Der hat übrigens einen Brief an seinen Anwalt diktiert, wie er das Verhältnis zu Solms lösen könne. Wann hat er diesen Brief diktiert? Vor genau 6 Tagen. Muss also irgendwas passiert sein, ne? Also, Herr Steiner, gleich eine konkrete Frage. Waren Herr Solms und Herr Kettwig Partner zu gleichen Teilen? Nein, das waren sie nicht. Herr Solms hatte nur einen Anteil von 20%. Also 80% bei Herrn Kettwig? Ja, er hat vor mehr als 10 Jahren Herrn Solms in die Firma genommen. Wie war denn das Verhältnis zwischen den beiden? Sehr gut.
Ja, Sie zögern, sind Sie da nicht ganz sicher? Nein, weil diesen Eindruck hatte ich bisher. Aber seit einer Woche nicht mehr. Ja, wie das? Ich hörte Herrn Kettwig sagen, er bedauere, die Bande in die Firma genommen zu haben. Ist das wörtlich? Ja, wörtlich. Hat denn Herr Kettwig einen Grund angegeben? Nein, keinen. Ich war ziemlich überrascht. Wissen Sie, wie die Beziehung zwischen den beiden vertraglich geregelt war? Ich meine, hätte Herr Kettwig die Möglichkeit gehabt, sich von Herrn Solms zu trennen? Ja. Und kann man das auch stärker formulieren, ihn zu entlassen oder rauszuschmeißen? Ja, so könnte man auch sagen. Was ein Unglück für die Firma gewesen wäre. Herr Solms war der energische, tatkräftigere Teil. Er war an Geschäftssachen Herrn Kettwig überlegen. Er konnte Entschlüsse fassen, auch sehr ungewöhnlich. Die Firma verdankt Herrn Solms sehr viel. Trotzdem wollte Kettwig ihn rauswerfen. Was hätte das für Herrn Solms bedeutet? Sie denken doch nicht, dass das für Herrn Solms ein Grund gewesen wäre, Herrn Dr. Kettwig umzubringen. Das ist völlig absurd. Jetzt erinnern Sie sich mal ganz genau. Wo war Kettwig? Haben Sie noch im Tanzraum gesehen? Nein, ich... Nein. Ja, wann haben Sie Herrn Solms gesehen? Ich meine, haben Sie ihn zufällig gesehen, dass er irgendwo hingegangen ist oder von irgendwo herkam? Das kann ich nicht sagen. Ich weiß, worauf Sie hinaus wollen, aber ich bin da kein Zeuge. Nicht in einer so wichtigen Sache. Ich meine, Sie wollen mich festlegen auf Minuten und Sekunden, aber das können Sie nicht. Wir waren schließlich alle ein bisschen betrunken. Nicht mehr ganz nüchtern. Ja, schon gut. Ich meine, wenn ich da etwas unterschreiben soll, das nein, will ich lieber nein, das zwingen Sie zu nichts. Das könnten wir gar nicht. Sie können gehen. Vielen Dank, Herr Steiner. Ich bitte um Entschuldigung. Schon gut. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Panik bei Solms, der erfahren hat, dass Kettwig ihn ausboten wollte. Möglich, aber Solms ist nicht der Einzige, dem der Tod von Kettwig in den Kram passt. Die Kassiererin, Frau Wagner, die ist im Zwischendeck, wo getanzt wird. Walter Solms, der ist im Waschraum. Frau Kettwig und Frau Solms sind ebenfalls bei den Tanzenden. Herr Steiner, er kommt zurück. Ja, Frank. Aber wo sind Kettwig und Solms? Ich möchte Ihnen einen Brief zeigen, den Ihr Kompagnon an seinen Rechtsanwalt geschrieben hat. Ja, ich weiß. Sie kennen den Brief? Nein, ich habe ihn nicht gelesen, aber ich weiß, worum es geht. Weshalb wollte Kettwig Sie auszahlen? Das habe ich mich selber gefragt. Und seit heute weiß ich es. Mein Sohn hat ein Verhältnis mit seiner Frau, wie er Ihnen ja erzählt hat. Ich kann mir jedenfalls keine anderen Gründe vorstellen. Sie glauben das? Ja, ich habe ja Kettwig selbst gefragt, aber er rückte nicht heraus mit der Sprache. Er sagte nur, ich will euch nicht mehr sehen. Ließ gar nicht mit sich reden. Nein. Blieb er seinem Entschluss? Ja, anscheinend. Ja, naja, also, Kettwigs Tod hat ja nun ihre Probleme gelöst. Was wollen Sie damit sagen? Dass wir den Mörder nur über das Motiv finden können. Ach, und jetzt haben Sie eins. Sein Tod befreit mich aus einer unangenehmen Situation. Aber glauben Sie, dass diese unangenehme Situation wäre mir ein Mord wert gewesen? Dann sprechen wir doch mal genauer über Ihre unangenehme Situation. Wie unangenehm war sie? Es ist eine ganz neue Lage entstanden. Ja, vielleicht. Aber es ist vielleicht. Ein Kompagnon wurde ermordet und beim zweiten hat man es gerade versucht. Ja, das ist richtig. Man muss doch ab sofort von einer ganz neuen Lage ausgehen. Alles, was Sie bis jetzt vermutet haben, das reicht doch nicht mehr. Sie müssen doch in einem viel größeren Rahmen suchen. Es sind doch Anschläge, die sich gegen die Firmenleitung richten, nicht gegen eine einzelne Person. Ja, das wäre möglich, ja. Wo waren Sie, als die Schüsse fielen? In der Küche. Wo ist die? Kann ich mal sehen? Ja, bitte. Ich habe gerade Abendbrot gemacht. Wo ist Ihr Sohn? Waldtassen, Sie warten auf Ihren Sohn, ja? Ja, der muss jeden Augenblick kommen. Die Jalousie ist zu, ich konnte gar nichts sehen. Sie haben einen bemerkenswerten Verstand. Finden Sie? Mhm, die Schnelligkeit, mit der Sie Schlussfolgerungen ziehen, diese ganz neuen Motive. Mhm. Ist doch logisch. Das will ich sagen. Sie haben einen bemerkenswerten Sinn für Logik. Und das ist die falsche Begabung für eine Frau, glauben Sie? Eine Begabung, die Männer an Frauen nicht sehr schätzen. Herr Oberinspektor, was ist denn hier los? Kommen Sie rein.
Nehmen Sie die Hände hoch. Wozu das? Tun Sie, was ich Ihnen sage. Was hat das zu bedeuten? Auf Ihren Vater ist geschossen worden. Darf ich die Handtasche mal sehen? Was? Danke. Vater, ist dir was passiert? Es will mich jemand umbringen und ich muss diesem jemand auch noch dankbar sein. Jetzt komme ich ja wohl als Mörder nicht mehr in Frage. Eine bessere Entlastung konntest du dir gar nicht wünschen. Er hat keine brauchbaren Spuren hinterlassen. Ja, er, wieso er? Wieso, was meinst du? Wieso? Warum sollte es keine Frau gewesen sein? Haben Sie was gefunden? Fußabdrücke oder so? Nein, noch nicht. Hat Ihr Mann eine Waffe im Haus? Eine Waffe? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht, aber ich kann mich irren. Ich bin nie so ganz sicher, wenn man mich über meinen Mann befragt. Aber jetzt habe ich eine Frage. Können mein Sohn und Frau Kettwig nach Hause gehen oder brauchen Sie sie noch? Ja, ja, ist gut. Der Schuss auf meinen Vater passt Ihnen nicht ins Konzept. Nein, passt überhaupt nicht. Schade, dass ich Ihnen auch nicht helfen kann. Es könnte natürlich sein, dass die uns reinlegen wollen. So nach dem Motto, auf wen geschossen wird, der kann unmöglich der Täter sein. Kann sein. Was meinst du? Ja, kann sein. Ja, entweder hat der Junge geschossen oder seine Geliebte. Frau Kettwig. Ist gar keine so dumme Idee, einfach ins Zimmer reinzuballern. Oder Frau Solms hat geschossen. Frau Solms? Bitte kann ich das Telefon mal haben? Ja, ja, die ist für einiges gut. Ist überhaupt eine interessante Familie. Stimmt das 2 Uhr, ja? Aber genau. Wen rufst du denn an? Frau Kettwig. Hallo? Wer ist da? Ach, Sie, Herr Oberinspektor. Gibt's was Neues? Ach, Sie schlafen schon dort. Nein, das ist alles. Was wollte er? Nichts Besonderes. Und dann hat er mir gesagt, dass ein Messer fehlt. Er hat es erst heute gemerkt, als er die Bestecks einräumen wollte. Ein Tranchiermesser? Ja, Sie hatten 5 davon. Und jetzt hat er nur noch 4. Und da ist unser Koch, Herr Kuba. Guten Tag, Oberinspektor. Das sind die Messer, von denen eins fehlt. Davon hatte ich 3. Ah, das verschwundene Messer ist also gleich groß, gleich lang. Ja. Wo waren denn die Messer nach dem Essen? Auf dem Servierwagen, den hatte ich beiseite geschoben. An den Ausgang, zum Freideck. Also greifbar für jeden. Tag, Frau Solms. Sie wollten mich sprechen? Ja, ich habe eine Frage. Warum treffen wir uns hier? Ich wollte Sie nicht ins Büro bestellen. Und was für eine Frage haben Sie? Nun ja, das ist nicht ganz so einfach. Wie stehen Sie zu Ihrem Mann? Sie waren sehr beherrscht gestern Abend, im Gegensatz zu ihm. Weil die Situation noch ausschließlich ihn betraf. Ich habe mir noch einmal die Aussagen angesehen, soweit sie Ihren Mann betreffen. Wozu? Ich wollte mir ein Bild von ihm machen. Haben Sie? Ja, ein sehr aktiver Mann, sehr dynamisch, risikofreudig, der geborene Kaufmann und sehr kommunikativ. Mit der Fähigkeit, Verbindungen herzustellen, sie zu bewahren, zu pflegen. Er ist sehr beliebt in der Firma. Ja, das ist richtig. Man sagt, dass er Beziehungen zu Sekretärinnen und Näherinnen unterhalten habe. Nichts dazu zu sagen? Ich weiß seit Jahren, dass mein Mann mich betrügt. Das Schicksal teile ich mit vielen Frauen. Es gefällt einem nicht, aber schließlich findet man sich damit ab, dass der Partner eine Begabung für Kommunikation hat, wie Sie sagen. Sie haben sich damit abgefunden. Warum fragen Sie das? Weil Sie, so wie ich Sie sehe, nicht der Typ dafür sind. Was für ein Typ bin ich? Sie machen sich Gedanken über meine Ehe. Wozu? Sie haben es doch mit einem Mordfall zu tun. Ja, und mit einem Mordversuch. Ich muss mir Gedanken machen über das Privatleben Ihres Mannes und natürlich auch über Sie. Und ich denke, Sie sind nicht der Mensch, der Demütigungen hinnimmt. Ich verstehe. Jetzt bin ich auch verdächtig. So kommen Sie nicht weiter. Da sind Sie in einer Sackgasse. Mit all Ihren Überlegungen haben Sie keine Chance. Keine Chance? Wozu? Hinter die Sache zu kommen.
Ich glaube, das ist viel zu kompliziert. Kennen Sie den Mörder? Nein. Frau Solms. Sie haben gehört, was ich gesagt habe. Warten Sie darauf, dass der Mörder auch Ihren Mann tötet? Ich glaube, jetzt überschreiten Sie Ihre Kompetenzen. Ja. Ich bitte Sie um Entschuldigung. Auf Wiedersehen. Hi. Ja, hier. Ja? Gut, danke schön. Die haben in der Firma Tanzabende veranstaltet. Angeregt durch Walter Solms, durchgeführt durch seinen Vater. Solms hat so gut wie alle Feste mitgefeiert. Kein Tanz ausgelassen. Ja, Klein. Moment, Stefan. Ja. Bitte. Ja, Solms hier. Ich sollte Ihnen vielleicht doch etwas sagen, was möglicherweise von Wichtigkeit wäre. Mein Mann war befreundet mit einer Zuschneiderin. Sie heißt Inge Trobal. Ja, Trobal, ich habe verstanden. Es ist die Freundin des Personalchefs. Ja, ganz richtig, Herrn Steiner. Nein, das kann ich nicht. Sie lebt nicht mehr. Sie starb an einem unerlaubten Eingriff. Guten Tag, Herr Steiner. Bitte kann ich Sie allein sprechen. Sie wünschen. Wer ist das? Das ist das Foto einer Freundin von mir. Inge Trubal. Ja. Eine Angestellte des Betriebes. Ja, das war sie. Sie lebt nicht mehr. Sie ist vor 3 Wochen gestorben. Sie wollten sie heiraten, ja? Ja, das war meine Absicht. Sie hat schon bei Ihnen gewohnt. Ich sehe, Sie haben sich erkundigt. Ja, das haben wir. Sie standen kurz vor der Hochzeit. Ja, das ist richtig. Es war also eine sehr glückliche Beziehung. Ja. Es war eine sehr glückliche Beziehung. Woran ist sie gestorben? Sie haben sich so ausführlich informiert, nicht auch darüber? Ein verbotener Eingriff, ja. So nennt man das ja wohl. Ja. Ich wusste nichts davon. Sie hat mir nichts gesagt. Sie wollte mir nicht sagen, dass sie vorher mit einem anderen zusammen waren, dass sie ein Kind erwartet. Der Mann, um den es sich handelt, gab ihr 2 Dinge. Geld und eine Adresse. Sie kam nicht zurück. Sie starb im Krankenhaus. Der Name des Mannes? Herr Solms. Es war ihr fester Entschluss, Solms zu töten. Ich sah ihn plötzlich an der Reling stehen. Allein. Ganz allein. Es war wie eine Aufforderung. Tu es. Tu es jetzt. Steiner, was machst du? Ich hatte mich geirrt. Ich hatte den Falschen entdeckt.